Hallo, mein Name ist Oliver Bestier und herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mit der richtigen Vorbereitung auf eine Messe zu gehen. Den Link zu diesem hilfreichen Video blende ich Ihnen gerne am Ende noch einmal ein. Und heute geht es darum, was mache ich jetzt mit den neu gesammelten Kontakten von meinen Messebögen und vor allem, wie generiere ich daraus jetzt nachhaltigen Umsatz. Viel Spaß beim Anschauen. Endlich ist es vorbei, denken sich jetzt die meisten. Diese trockene Luft, die vielen Gespräche und die plattgetretenen Füße brauchen nach dem Messestress erst einmal ein paar Tage Erholung. Wenn Sie genau der Meinung sind, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Genau damit bieten Sie Ihrem Wettbewerber jetzt noch weniger Widerstand bei der Nachakquise von den bis dahin erfolgreich eingesammelten Messekontakten. Es ist absolut erfolgsentscheidend, wann ich meine potenziellen neuen Kunden kontaktiere und die Termine wahrnehme. Am besten tun Sie das direkt in den ersten Tagen nach der Messe, bevor es der Wettbewerber tut. Und hier gibt es eine so einfache Lösung, die sehr großes Erfolgspotenzial mit sich bringt. Wie sieht diese Lösung aus? Es ist eine entscheidende Stelle auf Ihrem Messebogen. Idealerweise haben Sie folgende Zeile darauf stehen: E-Mail-Adresse des Interessenten. Notieren Sie sich immer die jeweilige E-Mail-Adresse von Ihrem potenziellen Kunden. Damit können Sie auf dem Messestand zusagen, den gemeinsam vereinbarten Termin noch einmal schriftlich zu bestätigen. Machen Sie das am besten sofort oder zumindest noch am gleichen Tag, denn das wirkt sehr professionell und vor allem auch sehr verbindlich gegenüber dem Kunden. Denn gerade hier kann bereits der Grundstein für eine verlässliche Partnerschaft gelegt werden. Gibt es einen Zusatznutzen? Ja, den gibt es. Im Zeitalter von Online-Marketing und Newsletter-Systemen sind Sie damit auf der sicheren Seite, seine gängigste E-Mail-Adresse erhalten zu haben. Gerade wenn Sie später weitere E-Mails auf diese Adresse senden, werden diese mit höherer Wahrscheinlichkeit gelesen und landen nicht in irgendeinem Spam-Postfach. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, oh, besser nicht, sonst ist er mir nachher böse, weil ich ihm einen Newsletter schicke oder momentane Angebote zusende, dann machen Sie doch einfach auf dem Messebogen ein zusätzliches Kästchen zum Ankreuzen, wo er selbst entscheiden darf, ob er nur den Termin bestätigt bekommt oder auch zukünftig von Ihrem sehr informativen Newsletter profitieren möchte. Auch hier können Sie sich zusätzliches Vertrauen aufbauen, da Sie dem Kunden eine Auswahlmöglichkeit anbieten. Und er hat somit das Gefühl, selbst entscheiden zu dürfen. Es sind sehr viele Kontakte. Wie gesagt, bestätigen Sie den Termin am besten immer sofort. Wenn Sie wissen, dass es erfreulicherweise sehr viele Kontakte sein werden, nutzen Sie dazu auch ein Backoffice, welches nicht nur den Termin bestätigt, sondern gleich noch die aufgenommenen Daten in Ihr CRM-System erfasst und auch Ihnen bzw. dem Vertriebsmitarbeiter den Termin in den Kalender schreibt. Das spart Ihnen wieder wertvolle Akquisezeit. Und wenn Sie ein größeres Unternehmen sind, dann laden Sie doch Ihre Auszubildenden dazu ein, diese Aufgabe des Backoffice zu übernehmen. Das schafft Abwechslung im Ausbildungsalltag und diese lernen das Unternehmen auch einmal außerhalb der Firmenzentrale besser kennen. Vorbereitung auf den Termin. Schicken Sie dem Kunden zusätzlich zur Terminbestätigung unbedingt auch einen Prospekt oder ein Datenblatt im Anhang mit, idealerweise genau über das Produkt, über das Sie am Messestand gesprochen haben. Schreiben Sie dazu auch noch einen kurzen Text wie: Sehr geehrter Kunde, damit wir unseren gemeinsamen Termin so effektiv wie möglich nutzen können, habe ich Ihnen unsere Unterlagen bereits im Anhang mitgesendet. Damit können Sie sich bereits auf unser Gespräch vorbereiten und haben die Möglichkeit, sich eigene Notizen zu machen. Drucken Sie doch bitte diesen Anhang für unseren Termin aus. Und wenn Sie jetzt zum Termin kommen und die Unterlagen liegen dort ausgedruckt auf dem Tisch des Kunden, was glauben Sie, wie groß ist die Chance, an diesem Tag einen Abschluss zu machen? Kein Kunde druckt sich Unterlagen aus, wenn er nicht interessiert wäre. Das ist bereits ein mögliches Kaufsignal und jetzt müssen Sie nur schauen, dass Sie die nächsten 20 bis 30 Minuten vom Termin so gestalten, dass der Kunde nicht das Gefühl bekommt, Sie hatten es von Anfang an zu einfach in diesem Gespräch, und vor allem stellen Sie Verständnisfragen.
Somit zeigen Sie dem Kunden auch noch einmal Ihr persönliches Interesse und Ihre zukünftige vertrauensvolle Zusammenarbeit wird damit weiter gefestigt. Und nach dem erfolgreichen Abschluss kommt jetzt ein entscheidender Moment, der Ihnen rückwirkend über genau diesen Messekontakt noch mehr Umsatz einbringen kann. Und wie das geht, erzähle ich Ihnen gerne im nächsten Video. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Nachakquise Ihrer Messekontakte und sage mal bis dahin gute Geschäfte.